Hallo und willkommen zurück zu Bully Scholarship Edition. Ich bin der Alex und mit mir dabei ist wieder der Torben. Hallo Torben. Er hat uns ins Wort geschrien. Hey Fans. Hey Fans. Glowing Book Teil 3. Wir sind zurück von unserer Crash-Folge. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer die gleichen Wortwitze machen. Crash and Burn. Und wissen, dass wir mindestens noch eine Mission auf dem Jahrmarkt machen müssen. Genau. Wir haben in auch keine Jahrzeit. Schule mehr, deswegen könnte ich eigentlich direkt mal nach dem Jahrmarkt hin, ne? Wie man das so macht nach der Schule. Genau. Geh mal nach dem Jahrmarkt hin. Geh mal nach dem Jahrmarkt. Ey. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Grafik hier so ein bisschen matschig ist? Nee. Okay. Ich finde. Was geht denn hier? Echt? Das ist vielleicht so ein Synchrontanz oder so. Ist ja doch schon dunkel, ne? Nicht, dass du gleich Unfall baust oder so. Die schreien sich auch an die ganze Zeit. Pansy. So, es ist schön, dass es auf jeden Fall jetzt wieder klappt. Wir haben eine kurze Pause gehabt. Aber... Fahr ich hier richtig? Ja, hier ist der Jahrmarkt. Ja. Aber jetzt sind wir zurück und ich freue mich auch, dass es weitergeht. Und heute wieder der Torben am Steuer. Ja, genau. Am Lenkrad. Am Lenkrad ist... Ist da hinten der Laser? Ist das der Jahrmarkt? Das müsste eigentlich das die Disco sein, müsste sein. Hä? Oh, oh. Oh, gut. Einmal cool, einmal nicht so. Ah, oh, die Polizei hat aber nicht gestört, was du da gemacht hast. Ah. Genau, letztes Mal haben wir den Ticket für Pinky besorgt. Und dann haben sich ja die Mädels in meine Haare gekriegt. Wie kann ich das? Kann ich so einen Grab machen irgendwie am Board? Achso, doch, ja, da musst du aber... am Board oder am Auto? Nee, am Board. Nee, am Board geht das nicht. Du kannst am Auto grabben. Trixie machen. Nee, das ist ja nicht... Das ist ja... Trick Skateboard. Doch nicht, genau. Bully Hawk Skateboarding. Ein Dollar. Oh, der Polizist geht auch hier rein und will sich amüsieren. Ja, vor allem geht er durch den Ausgang. Ey, der hat... Voll beschissen, der Typ. Hä? Wie machen die das? Du kannst das nicht. Die haben so eine Special-Karte. Da. Ah, ich bin schön, dass wir da sind. Aber warum bist du denn angegriffen von den... Ach so, weil du mit dem Mädel abgehängt hast. Ne? Weiß ich nicht. Abgehangen hast, meine Fresse. Genau, hast du mit der abgehängt. Mobile Scheiße steht da übrigens auf den, Klohäuschen. Oh nein! Ah! Schnell weg. Es gibt bestimmt irgendwo eine Mülltonne, wo du dich verstecken kannst. Hier links oder rechts vielleicht? Naja, die verfolgen einen geben ja irgendwann auf. Mit welcher Taste? Ach ja, nee, das ist so Zielen. Ah ja. So, wir haben beim letzten Mal waren wir so ein bisschen angestrengt hier. Da kannst du ja hintern fassen, genau. Ja, jetzt hier Sexismus-Action. Ich dachte, ich kann dir einen Wedgie geben. Hat er den hintern geschnitten? Ja, hat er. Ja, da, angepackt auf jeden Fall. Kannst du das bei ihm aufnehmen, ne? Ja, bei ihm kannst du einen Wedgie machen. Jetzt gibt's aber Ärger, glaube ich. Oh, ich dachte, ich krieg da irgendwas Tolles für. Nee, er weiß nicht so genau. Aber er schon wieder. Ach, die mögen uns jetzt halt, oder? Ja, jetzt hast du dir mit zwei Ärger eingehandelt. Wo ist unsere Mission? Hier. Das da war ein Stern. Ja, das vor dem Zelt ist es aber, glaube ich, oder? Echt? Aber da vorne ist auch noch was, guck mal. Nee, das ist, glaube ich, Kauf einfach. Aber vor dem Zelt ist ein Stern. Das ist übrigens wieder deine Lieblings-T-Shirts. Out of Order? Nee, die I'm Stupid. Ja, oh, irgendwann kaufe ich mir seins. Kennst du denn die Geschichte hinter diesem T-Shirt eigentlich? Das ist Hauspunk. Gibt's das wirklich erst als Hauspunk? Also da hab ich's das erste Mal gesehen, aber... Ja, das hat der Vater von Kenny an, ne? Oder wer? Oder die Mutter? Oder die Mutter? Small of it. Offensive, degrading, patronizing, stereotyping crap. Ach, sie macht die Zwerge kaputt. Das finde ich gut. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Aber sie ist auch ein bisschen witzig. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all. Oval Woodville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Drei oder so haben wir ja schon. Klon. No sweat. Okay, und wie viel... Achso, allgemein, ne? Es gibt kein Zeitlimit und wie viel musst du denn zerstören, weiß man nicht, ne? Oh Mann, ey. Wer ist denn das überhaupt?
Sieht aus wie ein Rocker irgendwie. Jetzt gibt's keinen Ärger. Hey, das war so. Oh, 1000 Nadeln. Wie hast du das gemacht? War das angeboten? Ja, ich habe jetzt mal auf die Anzeige geachtet. Willst du mal hier Grusel oder Achterbahn fahren hinter dir? Klar, immer. Wir müssen uns zwar eigentlich um die Gnome kümmern, aber können wir trotzdem machen. Ne? Ich glaube, das. Also hat zumindest nicht gesagt. Ich finde gut, dass die derbe am Feiern sind, bevor es losgeht. Yeah, geil, wuhu! Die fährt hoch genauso schnell wie runter. Aber sieht gut aus, ne? Ja. Holzachterbahn sind mal gut. Oh. Mir ist es ein bisschen schlecht. Ich muss mal weggucken. Ich setz mal kurz die Brille auf hier. Hui! Das ist ganz schön schnell. Ja, echt. Erinnere mich ein bisschen an die Strax-Bahn. Ja, die heißen übrigens nicht mehr Strax, habe ich letztens ganz enttäuscht gesehen. Aber ich habe vergessen, wie sie jetzt wirklich, wie sie jetzt heißen. Ja. Die immer auf Feiern da. Ja, das war ganz gut. Ja, das war cool. Dann frage ich, ist das jetzt eine Mission? Wir haben jetzt ja zwei Sterne da noch auf der Karte. Die sind aber, das ist eine Mission, ne? Die Gnomes sind einfach nur... Ja, die Gnomes, die müssen wir jetzt so parallel suchen. Mhm. Aber wir können ja mal durch den, durch dieses Nobelviertel gehen und gucken, ob wir... Also wenn du so ein paar Gnomes kaputt machst, wie viele wir kaputt machen müssen. Vielleicht steht das dann da, weißt du? Ja, wenn du einen siehst, sag Bescheid. Ja, ich glaube, du musst dahin, wo... Also du musst jetzt sozusagen hier nach Norden, um da... Oh, Curfew. Ja, naja. Wir können ja auch in unserem Strandhaus pennen. Ja, aber jetzt noch nicht, würde ich sagen. Nein, nein. Also wir sind ja in diesem Westteil der Stadt. Ach so, ah, die passen auch auf. Ja, ja, oh. Und da musst du hoch. Oh, geht das mit dem Skateboard? Nee. Ist auch nicht. Und dann hier links. Ah, hier geht's nicht weiter. Da musst du vor der Treppe. Wo ist denn die Treppe überhaupt da dann? Du musst vor der Treppe durch den Tunnel gehen, glaube ich. Da ist so rechts rum, kannst du hier. Hier? Ja. Ah. Und hier sind ja. Hier ist diese komische Wohngegend, dieser Walled Garden. Hier Golden. Nee, wir haben das. Vielleicht finden wir hier einen Gartenzwerg. Da würde ich zumindest annehmen, dass es hier welche gibt, aber. Mal gucken. Haha. Ja, Treffer. Ah, 25. Okay, also das heißt, wir haben schon ein paar. Und das ist eine Mission, die man nebenbei machen kann. Würdest du noch ein paar kaputt machen? Ja, wir können. Wir pennen uns gleich auf der Straße ein hier und verlieren alle Sachen. Um 2 Uhr erst, ja. Oder um 1 Uhr? Ja, okay, vielleicht ist es besser, wenn du zurückgehst. Aber findest du denn jetzt schnell zur Straße? Das ist eine Bushaltestelle. Oder lässt die von der Polizei mitnehmen? Das wäre natürlich auch okay. Na, die nehmen auch meine Sachen weg. Ja? Nee, ich glaube nicht. Stellt sich natürlich die Frage, warum du nicht... Achso, du wolltest nicht mit dem Bus fahren, du wolltest zum Strandhaus, ne? Ich dachte, ich habe die Bushaltestelle ehrlich gesagt eben nicht so schnell gesehen und dann dachte ich, ja, komm. Die tolle Mucke. Ja, du bist auch schon ein bisschen Knille. Sich beeilen. Was liegt denn da? Also Eier. Egos. Sag mal, Action hier. Slibowitz. Oh, der Mann guckt so böse. Der auf dem Foto da? Ja, Fotomann. Der Fotomann? Wer hängt sich bitte so einen Typen neben's Bett? Das ist einer der Gründungsväter von dieser Vereinigung hier. Maximal Eier. Hat er? Hat Jimmy? Ja. Maximal Eier? Jimmy ist ein tougher Dude. Der sieht auf jeden Fall tough aus. Aber er hat sich ja schon ordentlich durchgesetzt. Ja, sollen wir mal ein bisschen, sollen wir zum Unterricht oder sollen wir noch ein paar Gnome zerstören? Ich weiß nicht, ob wir den Unterricht, wir verpassen dann ja Unterrichtsstunden. Ja, das hängt ein bisschen vom Unterricht ab. In der Schule sind ja aber auch Gnomse.
Einen haben wir zumindest da. Ich muss jetzt, wir müssen auf jeden Fall mehr ich find gut, vermehrt dass du, auf diese Gnome gucken. Ja, okay, machen wir. Aber ich finde gut, dass du zu Fuß gehst irgendwie. Ja, deswegen, weil ich dachte, wenn wir, falls wir irgendwo hier einen Gnome stehen sehen. Nee, hier in der Innenstadt sind keine ich Gnome. Ich werde diesen überall. Ja, aber ich glaube, wenn wir so auf Privatgelände gehen, da sind halt richtig viele. Hast du schon mal, ich meine, Deutschland ist doch das Land der Gartenzwerge. Hast du schon mal einen Gartenzwerg im öffentlichen Raum stehen sehen? Ich dachte, ihr seid meine Freunde. Mhm. Noch nicht. Du musst sie erstmal richtig platt machen, bevor sie dann mit dem Freund sind. Wie kann ich? Du hast doch Boxen gelernt. Was ist denn los? Ich X ist nicht schlagen, oder? Und ich hab irgendwie L2 ist geflocken. Hat er so ausgeteilt, der Typ? Der Schwarze hat übrigens immer den Arm verbunden, irgendwie. Ach, Typ. Sieht ja nicht so gut aus. Dann willst du ihm nicht auch mal einen verpassen. Also, ich meine, du könntest ja auch ein Ei werfen. Was hast du gemacht? Weiß nicht, ich hab eben hat er gar nichts gemacht, weiß ich auch nicht. Da. Schon wieder maximal. Okay. Du musst dich, glaube ich, beeilen, um noch rechtzeitig zur Schule zu kommen. Ja. Ja, wo waren denn die Gnome in der Schule? Aber da gab es doch nur so einen oder so. Also oder? Einen haben wir kaputt gemacht neben dem. Neben der Bücherei. Bringen die diese komischen Aufpasser eigentlich zum Unterricht? Kannst du dich auch von dem schnappen lassen, um rechtzeitig zum Unterricht zu kommen? Ja, aber ich weiß nicht, ob die auch unsere Sachen wegnehmen. Können wir ausfragen. Ja, wirklich gespannt. Ich habe das Gefühl, dass nicht, aber mal kommen. Doch, ah, cool. Oh nein. Ich gebe dir den Controller gleich. Everyone to your seats, please. It's a big world we've got to cover today. Na, da müssen wir jetzt wieder gucken. Oh. Oh, jetzt wird's schwierig. Oh, oh, oh. Also den Bären kenne ich, ja, aber außerhalb des... Oh, Mann, ey. Das sieht ja schlecht aus. Ich erkenne die Dinger nicht mehr. Kansas? Also, erkennen wir Texas? Ist Texas das mit dem Stern da? No, I'm sorry, that is incorrect. Vor allem, da kommen auch noch welche nach. Toto, ne? We're not in Kansas anymore. Wo waren das ungefähr in dem Film? War das ungefähr das da? Das muss da sein, ja. Oder da rechts daneben vielleicht noch. Habe ich eben versucht. Achso, oder? Achso, dann da unter dem Maiskorn vielleicht. Ja, da habe ich versucht, dann da. Achso, okay, und hier auch? Da. Lucian. Wir sind die Profis in US-Staaten erkennen. Das ist nicht Florida. Ich war noch nicht in den USA. Ich und mich auch nicht. Hä? Doch, ging. Und, ach, da steht ja auch bei, was es ist. Na, dann ist es ja viel einfacher quasi. Kentucky muss dort unten sein. Kentucky müsste aussehen wie sein Hähnchen. Also Kentucky ist hier irgendwo da oder da? Try again. Probieren wir den daneben. Ich halte es nicht aus. Try again. Was ist das da? Utah oder siehst so? Du Nevada irgendwo? Nevada? Oder Arizona ist das, glaube ich, oder? Nee, das ist Nevada. Nee, das hier ist Nevada. Ja, aber es gibt's ja nicht. Ist Arizona da drüber? Probieren wir da drunter. Ah, das ist der letzte... Ja, du... Doch. Sag ich ja. Ah. North Carolina, das ist ja easy peasy, ne? Alabama. Wir lernen jetzt dazu, versuchen wir nochmal irgendwas. Wir müssen jetzt rausfinden, wo Kentucky sitzt. Nee, Kentucky so ist da. Ja. Gut, das wissen wir jetzt fürs nächste Mal. New York wissen wir auch. Wir müssen die Sachen probieren, die wir nicht wissen. Was ist das da? South Dakota. Guck mal, ob das ist bestimmt da rechts der, oder? Nee? Ja, war sie. Ach, Mensch. Oh, diese Grafikfehler immer. Ich konnte das gar nicht richtig erkennen alles. Der Controller ging auch irgendwie nicht. Der Controller war kaputt. Ja, Europa haben wir geaced. Komisch, dass wir das in den USA nicht schaffen. Ups. Scheiße, falsche Taste gedrückt. Naja, zur Strafe muss ich jetzt mit dieser hässlichen Mütze rumrennen. Aber ich bin dadurch doch bestraft. Hm.
glaube, wir müssen. Quest oder? Ich glaube, die Kobolde müssen wir aber erledigen, bevor die Jahreszeit zu Ende ist. Das heißt, wir können keine Hauptquest machen. Na gut. Dann, Du suchst jetzt ein paar Gnome. Ja, oder? Solange bis der zweite Unterricht vorbei ist und dann. Hm? Der Hobo hat bestimmt noch welche. Aber dem müssen wir doch noch einen Transistor bringen, oder? Das ist doch dieses Spiel von Big Giant Games. Transistor? Ja, stimmt. Hast du es gespielt? 5 Minuten. Ja. Hier kommen wir nur hin, wenn wir die Lehren dabei haben oder einen Transistor. Autoshoppen. Dann gibt gleich Ärger, weißt du, ne? What's buzzin', cousin? Also, solange wir sie nicht anrempeln? Wenn wir auf ihrem Turf sind, dann kriegen wir Ärger. Ja. Vielleicht doch nur, wenn wir länger neben ihn stehen oder so, ja. Aber. Nee. Hey. Hatte ich schon versucht zu schubsen eben. Get it, job. GTA war übrigens nicht, war nicht enthalten bei der Ausstellung im Museum, ne? Waren keine Spiele ab 18, glaube ich. Mhm. Passt ja auch. Aber Fruit Ninja. Das hat auch Spaß gemacht. Ich finde das ja ganz witzig so. Chi wollte das spielen, aber da waren immer so viele Kinder. Also, zur Erklärung, es geht um die Ausstellung Game Masters im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Aber wir waren auf einem Sonntag da. Das war halt ein bisschen das Problem, glaube ich. Ja, wart ihr, was Sonntag war der? Montag, oder? Ja, ich glaube, es war Montag. Oh, Mathe. Das war ja auch nicht so einfach letztes Mal. Nee. Vor allem, weil ich richtig schlecht bin in Mathe. Ach. Und Geografie. Mathe und Rechnen sind ja auch unterschiedliche Sachen. Wie Wassermelone, oder? Okay. Und am schnell, eine Brücke ist nicht besonders schnell. Ah, sehr gut. Und da sag noch einmal, du bist nicht... ich bin jetzt... Nee, ah, nein! Da unter. Sorry. Was? 13. 13, ja. Eiffel Tower. Ich finde immer dieses 100 gleich, das macht mich echt ganz wuschig. Ja. Wie? Achso, ja. Da. man denkt man zu kompliziert. Hm. Es, ja, muss ja nicht größer sein, ne? Nee, ja. 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 Niedlich. Oh, der Hund ist ja niedlich. Ja, 10, das ist ganz das gut. Das schaffen wir, glaube ich, noch. Zwei sind das noch nur, oder? Ja, haben wir das schon geschafft. Wie viel müssen wir? Das ist 12x12. Ja. Nee, noch habe ich es nicht geschafft. Das Short ist, ja, okay. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wir brauchen noch, 8. Ja, 8. Danke! Wir haben es noch nicht geschafft. Such was aus, schnell. Oh, wir haben es nicht geschafft. Was? Nee, wir brauchen 75, brauchen wir. Ach so, ich dachte 50. Nee, nix 50. Das ist nur an der Uni 50, aber hier an der Schule brauchst du mindestens 75. Bulli ist doch nicht der Schlauste. Aber die Mathe, ja. Aber die Mathe-Aufgaben, welches ist das Größte? Und dann ist da so ein Hund und ein Vogel im Haus. Das konnte ich. Das habe ich in der Schule, da war ich auch mal besonders gut drin. In der 8. Klasse. Hat sich gar nicht gelohnt, für den Unterricht herzukommen. Ich sag dir, es gibt hier keine Fernzweige. Ich laufe jetzt aber trotzdem vorsichtshalber einmal alles ab. Ich würde mich nerven, wenn... So können wir auch alle Gummibänder einsammeln, das ist ganz gut. Das wird auch eine richtig spannende Folge. Ich beschwer mich nicht, ich find's ganz gut. Wie kann ich eigentlich einsammeln? Das ist ganz witzig. Unbegrenzter Vorrat. Ist da ein... Guck mal hinter dir, war da so ein... Eine Stinkebombe. Ah, okay. Und da brauchen wir so einen Code für, ne, für die Tür? Ja. Ein Code. Keine Hidden Weapon. So, dann auf in die Stadt, ne? Hier hinten. Ich finde nur noch, hier.
weil hinten den Schulhof, diesen Sportplatz. Aber sollen wir das nicht lieber zwischen den Unterrichtsstunden machen? Ach so, naja, egal. Naja, gut, wenn wir jetzt eh hier bist, dann. Ja. Wir wissen ja immer noch nicht, was für ein Gebäude das ist hier, ne? Das hier ist die, hier hängen die Nerds ab, das sind die Dings. Das ist nicht die Bibliothek. Ne? Aber geile Mucke läuft hier irgendwie. Was ist denn hier los? Na, die hängen hier rum. Alter, ganz schön viele. Da ist der Hund, der pennt. Kannst du längst. Das ist gut. Aber jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen ab vom Schuss. Ach, hier sind wir. Ah, okay. So eine Abkürzung. Ja, weil hier stand auch so einer. Ein ja, Garten stimmt. Zwei. Hier war einer, richtig. Nee, ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist hier. Also, sieht ein bisschen aus wie so ein Planetarium oder so. Weißt du, wie so ein Sternwarte. Ist ja was anderes als ein Planetarium, aber... Athletics? Ja, jetzt sind wir aber abgekommen von dem tollen, von der tollen Ausstellung. Ah, da geht's hoch. Ja, die Ausstellung war also der Indie-Bereich zu Hamburger Studios und, Indie-Entwicklung, den fand ich richtig gut und alles andere fand ich so... Die haben eine gute Auswahl an Spielen gehabt, ne? Die hatten echt tolle Sachen, also... die hatten ja Rip Ribbon da und diese Musikspiele... Habt ihr gesehen, dass man die Fernseher... dass man da hinter die Fernseher greifen musste, um die Lautstärke einzustellen? Nee. Ja. Da waren extra unten sind so Drehschalter, sieht man nur nicht, so dass man Rip Ribbon halt vernünftig spielen kann. Musst du halt das ordentlich aufdrehen. Ja, per Rapper the Rapper. Ja, auf dem CRT, es funktioniert halt überhaupt nicht. Auf einem LCD. Ja, ja, es funktioniert. Ist total so daneben. Gut. Hier war ich schon. Ja, okay, hier ist auch nichts mehr. Ich meine, ich konnte halt nicht aufhören, Shadow of the Colossus zu spielen, obwohl erstens bringt nichts. Zweitens. War der Monitor halt nur so 20 cm Diagonale, das Joypad nicht in Ordnung, aber es war halt trotzdem fesselnd. Aber das war so ein bisschen das Problem, was ich hatte. Es gab halt tolle Sachen, ne? Also, hier Shenmue, die Sonic-Sachen und Res habe ich kurz gespielt und vor allen Dingen habe ich Space Channel 5 gespielt. Ja. Was ich sehr empfehlen kann. Ließ sich da aber schwer spielen, fand ich. Up, down, choo-choo-choo. Up, down, choo-choo-choo-choo. Das spielt sich aber immer so. Ja, ja. Also das ist immer so. Was die Version mit Michael Jackson? Spiel. Ja. Ja, ist ja der, im ersten Teil spricht er sich ja selber. Und Michael Jackson ist ein Außerirdischer. Im zweiten Teil kommt er, glaube ich, nicht mehr vor. Ja. Ja, war ansonsten, also die Spieleauswahl war gut und so und er hat auch viele Originalskizzen, das ist auch alles schön und gut, aber ich habe halt eigentlich die ganze Zeit gedacht, ja gut, habe ich gespielt oder alternativ, ja gut, würde ich gerne nochmal spielen, aber nicht hier. Ja, genau. So, das. Aber zum Beispiel, als ich da war, da habe ich, welches Spiel war denn das? Auch nicht Minecraft, ich weiß es nicht, auch so ein bisschen so ein Arzi-Fazi-Spiel. Ach ja, genau, Journey hatte ich da so ein bisschen rumgedaddelt. Mm, ja, und dann kam halt so ein Fuddy und guckte mir über die Schulter und hat das nicht verstanden. Wo muss man denn schießen? Ja, genau. Er meinte so, hä, ja, aber was macht man denn? Und ich so, naja, man läuft halt so rum und lässt entdeckt sich irgendwie so inspirieren, entdeckt die Welt und am Ende kriegt man einen längeren Schal. So. Und das finde ich eine gute Aussage. Er hat das überhaupt nicht so richtig verstanden, aber ich habe so 3-4 Minuten mit dem geredet und ihm versucht, irgendwie das klarzumachen. Und für ihn war das, dachte halt, Spiele sind entweder Fußballspiele oder Schießspiele, so. Der hat halt keinen Einblick da rein gehabt, das fand ich halt ganz cool für sich. Genau, wer von uns ist jetzt kaputt sozialisiert? Ja, genau. Aber das ist ja ganz schlimm. Das ist halt das Gute, dafür ist sowas halt gut. Dass wir dann nichts Neues lernen, das... Ist auch, aber für solche Leute ist es halt gut, die dann sehen, dass Videospiele halt nicht nur das sind. Oh. Da war was in dem Baum, glaube ich. Ja, das war aber nur ein Apfel, glaube ich. Achso, okay. Ja, genau, das finde ich halt auch. Also vor allen Dingen für Kinder und ihre Eltern, damit sie sozusagen mal so einen Überblick bekommen, was es so gibt. Das sehe ich auch. Also ich habe mir nur gedacht, beim nächsten Mal gehe ich mal wieder in eine Ausstellung, wo ich die Sachen
nicht kennen. Ich muss nämlich sagen, dass ich an dem Tag die zwei Sachen, die mich am meisten begeistert haben, waren original japanische Holzschnitzereien über den Winter in Japan von vor 200 Jahren. Ja. Das war nämlich links von der Ausstellung. Und rechts von der Ausstellung gab es einen Raum mit ausgefallenen Sitzmöbeln. Mhm. Da gab es nämlich einen Sessel in Schädelform mit einem Fuß, eine Fußablage in Gehirnform und solche Sachen. Und ja, ein Kaktus als Kleiderständer, ja, und so. Und das waren die beiden Sachen, die ich an dem Tag am besten fand. Diese Ausstellung von den Drucken, von den japanischen Drucken, die... Das war, war ja noch ein Teil davon. Das war ja vorher eine größere Ausstellung. Hm. Die ist halt wirklich, wirklich gut gewesen. Also ich habe die auch nicht komplett gesehen. Also meine Frau hatte die geguckt. Also ich angeguckt, hatte die geguckt. Geguckt hat sie geguckt. Und da ist einer. Oh Gott. Sind ja nur noch 1000. Ich glaube nicht, dass wir die alle finden. Nee, ich hoffe darauf, dass wir die Quest irgendwann abgeben können. Ja, aber wir müssen alle finden. Oh, der Hund stört sich jetzt nicht mehr daran. Da sind bestimmt auf dem Gelände welche, musst du noch aufkommen. Stehen da nicht links und rechts vom Eingang, genau, ja. Oh. Aber wie kommen da rein? Da ist 22. Kann ich die mit der Zwille abschießen? Vielleicht. Aber nicht durch den Zaun durch. Ich glaube, du musst versuchen mal drumherum. Versuch mal außen rumzukommen. Ich probier's einmal, bevor. Digi-Kreuz oben, glaube ich. Ach ja. War klar, ne? Nee. Also, ja. Was ist denn eigentlich auf deiner Cappy drauf? Achso, ein Bull. Achso, und der dann... Der Zaun geht ganz schön weit. Und dann fand ich aber auch noch die Alltagsgegenstände ganz, ganz gut. Da waren ja auch die alten Konsolen mit dazwischen. Ja, genau. Ja, es war so alte Telefone, also 80er-Jahre-Telefone und alte Spielkonsolen. Virtual Boy stand da. Ach, guck, hier geht's nicht raus. Ist das? Ah, und hier sind bestimmt ganz viele von den Zwergen. Wahrscheinlich nur einer. Also Little People, meine ich, ne? Ich hatte zwei gesehen. War da like wirklich a dwarf einer? Among midgets. War da auf der einen Seite von der Tür keiner? Nee. Das habe ich mir irgendwie eingebildet. Das war merkwürdig. Nö. Krass. Ja, ein Arbeitskollege war auch noch mit und der hat halt so ein bisschen, der kannte halt ein paar andere Spiele und ein paar kannte er nicht, also er kannte Space Channel 5 nicht. Das war natürlich gut. Also das hat uns sofort gehuckt, ne? Also Chia und ich hätten das am liebsten sofort durchgespielt. Und also ich habe auch echt ein paar Sachen gesehen, die ich total vergessen hatte, die ich unbedingt mal wieder spielen möchte. Dafür war das halt in Ordnung. Habt ihr getanzt? Nee, wir haben nicht getanzt. Wir sind viel zu gut zum Tanzen, wir wollten die anderen nicht in Verlegenheit bringen. Ja. Aber Hang On und Outrun haben wir gespielt. Achso, und du fandst die Arcade-Automaten gut? Ich fand die Arcade, aber bei uns funktionierten die auch alle noch. Ja, da waren so ein paar, die waren halt ausgefallen. Und ich habe halt auf dem C64 damals immer Scramble gespielt. Das ist ja von Konami gewesen damals. War so der Vorgänger von diesen ganzen Shoot'em-ups, die sie gemacht haben, diese Horizontal-Shoot'em-ups. Und der ging halt leider nicht. Ja. Dann musste ich halt Asteroids spielen. Da hat mein Arbeitskollege mir ordentlich gezeigt, wie man Elevator-Action spielt. Da war ich ganz schön beeindruckt. Der konnte das nämlich richtig gut. Auf dem Gelände warst du schon übrigens. Ja. Ich glaube, es ist total schwierig, auf die anderen Gelände zu kommen, ne? Viel schlimmer ist, oh, du musst. Einpinnen. Ja, genau. Lauf mal zum Bus. Mit dem Skateboard die Straße runter und dann. Hier runter? Ja. Dann müsste am Ende müsste da eigentlich die Bushaltestelle sein. Da, genau. Da. Rüber und. Y. Mal gucken, ob das jetzt noch was wird hier. Bussi, Max. Ich meine, die Zeit vergeht ja nicht, wenn. Pennt er genau fahren, vor der, jetzt vor der Schule ein. Das kann echt sein, ja. Da muss ich wirklich sputen. Noch wenige Sekunden. Oh, kann ich mich schnappen lassen von ihm? Ja, das. Aber dann hätte er dich wahrscheinlich auch noch im Gebäude abgesetzt, ne? Oh, ich glaube, das wird nicht mehr. Na, ist ja nicht so schlimm, wir können ja hier unseren Kram gleich. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Neu mixen. Ja, welchen Automaten fandest du denn am besten? Donkey Kong.
Hast du bis zum Killscreen gespielt? Klar. Um jetzt quasi gleich immer sofort die... There's a Killscreen coming up. Donkey Kong war immer besetzt bei uns. Konnte nicht spielen. Aber ich hab... ich wollte Impossible Mission sagen. Nee, wie heißt denn das? Das mit den... mit dem großen Trackball und den Atombomben gespielt. Shooty Shoot. Shoot Shoot. Ja, genau. Shooty Shoot Shoot Shoot. Shooty Mac Shoot Face. Na, wie heißt denn das? Ich hab irgendwie keine Ahnung. Asteroids. Nein. Ja, komm schon gleich noch drauf. Ist nicht so schlimm. Und, genau, nicht nur Scramble ging nicht und auch der andere Automat, den ich unbedingt gerne gespielt hätte, ging nicht. Das wäre nämlich Tempest gewesen. Ja, Tempest ging. Tempest habe ich gespielt. Und Tempest ist einfach auch ein richtig gutes Spiel und das kennt heute sogar keiner. Alle kennen Space Invaders, aber keiner weiß noch, was Tempest ist. Aber du kannst so dein Raumschiff fangen lassen und dann wiederholen, dann hast du Doppelschuss. Sehr gut. Ja, das... ja, ich weiß schon. Hey, wir haben neues Bild an der Wand. Von der Lehrerin? Nee. Nein, das ist Pinky. Mit der wir im Jahrmarkt waren. Ja, das ist auch gut. Okay, ich würde vorschlagen, du suchst jetzt noch ein Outfit aus und dann machen wir eine kurze Pause. Ich wollte eigentlich eine kurze Jeanshose haben, damit ich ein bisschen mehr aussehe wie John Cena. Aber das kriegen wir schon hin. Wir gehen jetzt gleich in die Stadt eine kurze Hose. Kaufen. Und jetzt machen wir aber erstmal eine kurze Pause und sehen uns. Liebe Kinder, denkt dran. Abschalten. Ausgerechnet Kinder. Ciao, bis dann. Ja.